So, ich darf euch konfrontieren mit dem ersten Los des heutigen Abends. Auch genannt die goldene Arschkarte des heutigen Abends. Denn nee, golden ist sie nicht. Das ist ein Block von... Ja, der Goldochsen. Ja, stimmt irgendwie doch. Wir haben einen jungen Mann gezogen, der hier schon des Öfteren zu Gast war, der eigentlich regelmäßig auch im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften steht, wie auch in diesem Jahr in Hannover in der Oper. Es war das 5. Mal, glaube ich, dass er das Finale erreicht hat. Wir haben es zu tun mit einem der erfolgreichsten Slammer der letzten Jahre, der aus dem schönen Städtchen Heidelberg kommt. Ich bitte euch, ihn würdig hier zur Bühne zu geleiten mit einem tosenden Applaus natürlich. Das hier ist Daniel Wagner! Daniel Wagner! Ja, danke schön, danke schön. Ach, Startplatz 1, das ist schwierig und deswegen möchte ich auch einfach nur eine kleine Geschichte heute erzählen. Es ist die Geschichte von einem Deutschen. Sie ist leider nicht sehr spannend, dafür aber auch nicht lustig. Ich bitte euch aber trotzdem gut aufzupassen, weil falls ich im Anschluss noch Zeit habe, kann es sein, dass ich eine Frage dazu stellen werde. Ein Deutscher kommt nach Hause, macht sich schnell noch einen Kaffee, putzt sich seine Zähne und geht ins Bett. Da ist die Geschichte auch schon zu Ende. Und deshalb jetzt die Frage, was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich helfe. Dass der Deutsche sich schnell noch einen Kaffee macht, impliziert doch, dass er höchstwahrscheinlich im Besitz einer Kaffeekapselmaschine ist, dem Sinnbild des technischen Fortschritts. Kapsel rein, Knopf drücken, Kaffee fertig, so einfach, so fortschrittlich, so modern. Aber dabei bemerkt er vielleicht gar nicht, dass er inzwischen 80 Euro für ein Kilo Kaffee bezahlt, weil die Kaffeekapseln auf 40 Cent mit gerade mal 5 Gramm Kaffee befüllt sind. Zudem sind ihm auch noch die weltweit täglichen 4000 Tonnen Kaffeekapselmüll egal. Was ist das überhaupt für ein Deutscher, der für die Umweltverschmutzung auch noch extra bezahlt? Frage ich mich an der Stelle schon, aber der Deutsche liebt halt den technischen Fortschritt. Der Deutsche liebt das Leben per Knopfdruck und wenn der Kaffee zu teuer ist, ja, dann muss eben an anderer Stelle gespart werden. Dann beschmiert er sich halt mal ein Brötchen, das aus einem Supermarkt-Express-Backautomaten für gerade mal 10 Cent da unten rausgeplöppt ist. Aber dabei bemerkt er vielleicht gar nicht, dass das einen in Polen für einen Hungerlohn aus genmanipulierten Weizen vorgebackenes mit Fischöl, Amylasen, Propion, Sorbin, Essigsäure, Malzextrakt, Diacetyl, Weinsäure, Zucker, versetztes Teigling-Aufbackbrötchen deswegen solcher seine Dorfbäckerei schließen musste. Aber woher soll der Deutsche das wissen? Der Deutsche ist halt nicht informiert und auf der Brötchentüte steht ja auch nur Knusperbrötchen und das beschmiert er sich jetzt auch noch mit toxischen Palmfetten und krebserregenden Transfettsäuren, weil die so gut nach Nuss-Nougat schmecken. Aber die sind nicht gut für seine Leber und auch nicht für seine Hoden. Und auch nicht für seine Zähne, wobei seine Zähne doch nicht ganz so gefährdet sind, denn die putzt er ja. Und höchstwahrscheinlich auch noch elektrisch, per Knopfdruck, mit der neuen Oral-B Indicator Hightech Protector X, die Nökodent Intensivreinigung Supreme Max White, mit Zahncreme-Einspritzanlage und Flexzonenstiel, Schwingkopfkugelgelenk, schräg abgewinkelten Whitening-Borsten und Mini-Borsten auf diesen Borsten, sowie einem weichen Spezialpolier-Lamellenfeld auf der Rückseite für die sanfte und schonende Reinigung der Zungenoberfläche, Ultraschall-Plug-Abwehr, integrierten Essensrestabsauger und Touchscreen für die Wasserstoß Belag, Abspritzungs-App mit Vibrationsalarm und persönlichem Putzprofil zum Runterladen, empfohlen von Dr. Dekadent und getestet von der Stiftung Warentest, in denen in einem aufwendigen Qualitätscheck die Borsten gegen eine sonnengereifte Tomate gedrückt wurden und auf dem Stiel dieser Zahnbürste prangt auch noch das Emblem seines Lieblingsfußballvereins, denn der Deutsche liebt den Fußball und für 800 Euro im Monat lässt er sich jetzt alle Spiele und alle Tore auf das Display dieser Zahnbürste hinaufprojizieren und zwar die Spiele und Tore aller deutschen Traditionsvereine Red Bull München, Red Bull Augsburg, Red Bull Berlin, Red Bull Bremen, Red Bull Frankfurt, Red Bull Hamburg, Red Bull Hoffenheim, Red Bull Leverkusen, Red Bull Mönchengladbach, Red Bull Schalke, Red Bull Wolfsburg und natürlich Rasenballsport Leipzig. Noch nie war Fußball so unkommerziell und vor allem so zahnfreundlich. Aber zurück zur Geschichte, denn schon längst hätte sich der aufmerksame Zuhörer doch fragen müssen, warum trinkt der Deutsche, bevor er schlafen geht, überhaupt Kaffee? Ja, vielleicht geht er ja gar nicht schlafen, der Deutsche. Vielleicht setzt er sich jetzt noch in seinen Mercedes mit den abgedunkelten Scheiben. Und fährt los, denn der Deutsche weiß, wenn Fußballgucken jetzt so teuer ist, ja, dann muss eben an anderer Stelle gespart werden. Zum Beispiel beim Sex.
dann muss eben an anderer Stelle gepaart werden. Zum Beispiel in Polen oder in Tschechien, da gibt es Flatrate-Bordelle, die so billig sind, dass dann sogar noch Geld übrig bleibt. Für einen Flug nach Thailand, wo er sich dort von einer blutjung hübschen Asiatin, die ums nackte Überleben kämpft, seinen alten, faltig, verschrumpelten deutschen Rentnerarsch nochmal so richtig durchkneten lassen kann. Und er kann auch noch direkt von dort per Briefwahl die AfD wählen. Die AfD ist die Partei des Fortschritts und über die hat er sich informiert. Er hat nämlich Plakate gesehen, auf denen halbnackte Girls abgebildet waren, zusammen mit dem Slogan Bikinis statt Burkas, was so viel bedeutet wie Titten statt Toga, Möpse statt Mäntel, Nippel statt Niqab oder kurz Bumsen statt Beten. Noch nie war Politik so einfach und so fortschrittlich. Und deshalb wählt er natürlich selbstverständlich diese Partei, denn diese Partei kümmert sich darum, dass in unser Land keine Ausländer mehr kommen, denn der Ausländer, nur der Ausländer, hat bekanntlich ein falsches Frauenbild. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Einwanderung macht unsere Frauenbilder kaputt, kaputt, kaputt und nur die AfD macht sie heil, sie heil, sie heil. Sag mal. Sag mal, bist du hängen geblieben im Text oder was? Fragt er plötzlich der Deutsche, der sich auf einmal zu mir umgedreht hat und fährt fort. Ich will überhaupt nicht die AfD. Die AfD ist eine hetzende, menschenverachtende, braune Dreckspartei, ein politischer Tumor, der sich mit billigem Populismus 70 Jahre, nachdem die Nazis Deutschland in Schutt und Asche gelegt haben, wieder bis in den Deutschen Bundestag gewuchert hat. Und ich sag, Moment mal, was soll das denn jetzt? Ich bin hier der Autor und was in meinem Text passiert, das bestimmt immer noch ich. Und außerdem stimmt das überhaupt nicht, was du sagst. Erstens ist die AfD kein Tumor, denn ein Tumor kann gutartig sein. Und zweitens haben ihre Führer wie Gauland oder Höcke doch nicht gewuchert, sondern wurden mit 94 Mandaten in den Deutschen Bundestag gewählt und sind vielleicht überhaupt keine Nazis, sondern Künstler, die an der Allgemeinen Malerschule der Wiener Kunstakademie abgelehnt wurden und mit politischer Hetze lediglich zu kompensieren versuchen, dass sie nur ein Ei im Sack haben. Und wer jetzt denkt, Moment mal, das gab's doch alles schon mal, das ist historisch, der kann jetzt zumindest auch die Eingangsfrage beantworten. Erstens, die Geschichte ist niemals zu Ende. Und zweitens, wir lernen aus der Geschichte, dass wir nichts aus der Geschichte gelernt haben. Dankeschön. Daniel Wagner, Start Nummer 1 heute Abend.